Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ADHS Family Podcasts, dem Podcast, der euch das Neueste aus der ADHS-Forschung, Tipps und Tricks zur Erleichterung des Alltags und jede Menge Verständnis für eure ganz spezielle Situation bringt. Ich bin im Übrigen Anna, vor 16 Jahren noch verzweifelte Mama eines ADHS-Kindes. Heute, viele Jahre und mehrere Fortbildungen später, bin ich Expertin für ADHS und eine sehr entspannte Mutter eines mittlerweile 20-Jährigen, der trotz dieses Syndroms zu einem glücklichen und beruflich erfüllten jungen Mann herangewachsen ist. Ich möchte euch mit diesem Podcast genau dort zur Seite stehen, wo auch ich vor vielen Jahren Hilfe gebraucht hätte. Denn ich wünsche mir nichts mehr, als dass es euch auch gelingt, euer Kind in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenleben zu begleiten. Ja, ihr Lieben, bereits letzte Woche haben wir im Interview mit Heike Weber gehört, wie wunderbar Tiere, in dem Fall Hunde, Kinder beim Verbessern ihrer Konzentrationsfähigkeit und Impulskontrolle und beim Erfahren von Selbstwirksamkeit unterstützen können. Heute wollen wir uns ansehen, inwieweit Hunde bzw. Haustiere im Allgemeinen das Leben von Kindern und ihren Familien bereichern können und welchen Wert Tiere gerade für Kinder mit ADHS und ADS haben. Im Speziellen werden wir uns in dieser Episode folgenden Themen widmen: wie überaus gut Haustiere unseren Kindern emotional tun, wie Hund und Katz und Co. zur Verbesserung der sozialen Fähigkeiten bei Kindern führen können, was Haustiere zum Thema Freundschaft beitragen können, welche Beschäftigungsmöglichkeiten Tiere bieten und was Kinder durch Tiere alles lernen können. Und damit ihr euch nicht alles mitnotieren müsst, das ihr zum Beispiel eurem Partner gegenüber anführen wollt, wenn es um die Haustieranschaffung geht, habe ich wieder ein PDF vorbereitet, in dem ihr alles von dieser Folge findet. Runterladen könnt ihr es euch unter www.adhshilfe.net/haustiere, beziehungsweise verlinke ich dazu auch in den Shownotes. Gut, dann kommen wir gleich mal zum ersten Bereich, den Haustiere positiv beeinflussen. Und das ist der gesamte emotional-soziale Bereich. Tiere beruhigen und reduzieren Stress. Das ist in mehreren Studien nachgewiesen. Und gerade unsere von ADHS betroffenen Kinder können Beruhigung und Stressreduktion gut gebrauchen. Unsere beiden Jungs, sowohl der Betroffene als auch der Nicht-Betroffene, sind oft lange mit einer unserer Katzen am Sofa oder im Bett gelegen und haben gelesen oder einfach nur die Katze gekuschelt. Vor allem unser jüngerer, von ADHS betroffener Sohn hat danach immer viel ausgeglichener und entspannter gewirkt. Haustiere sind außerdem tolle Spielgefährten. Zumindest mit Hunden und Katzen kann man sich wunderbar beschäftigen und die Zeit vertreiben, wodurch sich die Zeiten mit Handy, PlayStation und Co. deutlich reduzieren. Man kann Fellnase und Samtpfote Tricks beibringen, gemeinsam durch den Garten oder größere Zimmer toben. Mit Hunden kann man durch den Wald laufen, Frisbee spielen, Bälle werfen, Leckerlis verstecken und sonst noch allerlei Bewegungsspiele machen. Katzen kann man an einer Schnur allerlei Dinge hinter sich herziehen und sich daran erfreuen, welch großen Spaß es ihnen macht, einer Stoffmaus oder einer Feder hinterher zu jagen. Unsere Jungs hatten unsere damalige Katze Maxi öfter mal in den Anhänger ihres Dreirad-Traktors gesetzt und drehten mit ihm Runden auf der Terrasse. Der Kater genoss es offenbar und ließ sich immer wieder willig in den Anhänger setzen. Oft blieb er darin sogar liegen und schlief dann ein. Insgesamt bieten Haustiere jedenfalls eine Fülle von Möglichkeiten für Beschäftigung abseits von Bildschirmen. Und wenn das Haustier ein Hund ist oder eine Katze und ihr einen Garten habt, kommt als Zusatzbenefit noch dazu, dass die Kinder viel mehr Zeit draußen verbringen. Gerade bei Einzelkindern ersetzen Tiere auch oft den Spielgefährten. Und wenn Mama und Papa in der Arbeit sind, fühlen sich die Kinder mit einem Tier im Haus nicht ganz so einsam. Außerdem fürchten sich viele Kids nicht mehr, wenn sie nicht alleine daheim sind. Vor allem dann, wenn es sich bei dem Haustier um einen Hund handelt.
Gerade unsere von ADHS und ADS betroffenen Kinder sind ja oft bis ins frühe Teenageralter sehr ängstlich und Hunde sind ja die perfekten Bewacher. Was gerade bei unseren betroffenen Kindern auch ein großer Pluspunkt in Bezug auf Haustiere ist, und hier allen voran wieder in Bezug auf Hunde und Katzen, ist die Tatsache, dass Haustiere oft Ersatz für Freunde darstellen. Von ADHS und ADS betroffene Kinder haben oftmals Probleme, Freunde zu finden, und das hat viele Gründe. Sie sind häufig nicht teamfähig, wollen oft das Spielgeschehen bestimmen. Sie sind zu ungestüm, können mit Kritik nur schlecht umgehen, können beim Spiel nicht verlieren, etc. etc. Bei Hund und Katze als Freund oder Spielpartner fallen aber all diese Hürden weg. Denn Tiere werten und bewerten nicht, sie diskutieren nicht und sie ziehen sich zurück, wenn es ihnen zu wild wird. Allerdings, und das haben wir ja in der vergangenen Woche von Heike Toll vor Augen geführt bekommen, sie kommen nach einiger Zeit wieder und sind wieder spielbereit, ohne Vorwürfe, ohne auf dem ungestümen Verhalten von gerade eben rumzureiten. Außerdem sind Haustiere gute Zuhörer. Wenn der Haussegen mit Mama oder Papa mal schief hängt, kann man den fälligen Gefährten sein Leid klagen und sie schnurren dabei herrlich beruhigend vor sich hin oder schauen einen mit ihren treuen Augen an, als wollten sie sagen: Ach Gottchen, ich kann mir schon vorstellen, dass das mit Mama oft mal nicht ganz so einfach ist, aber komm, die kriegt sich schon wieder ein, kuschel dich einfach an mich ran und alles wird gut. Und Tiere hören nicht nur gut zu, sie plaudern auch nichts aus. Das heißt, man kann ihnen all seine Geheimnisse anvertrauen und sie sind bei ihnen sicher. Auch das ist wieder gerade für unsere betroffenen Kinder wichtig, die eben oftmals niemanden haben, dem sie ein Geheimnis anvertrauen können. Ja, aber wer klagt denn einem Tier sein Leid oder erzählt ihm ein Geheimnis, werden sich jetzt manche denken. Kinder. Kinder tun das, auch wenn sie genau wissen, dass das Tier sie nicht versteht. Sie brauchen eben jemanden, der in Anführungsstrichen einfach nur zuhört, damit sie Dinge, die sie bewegen, loswerden können und die nicht in ihnen unverarbeitet weitergehen. Schließlich können Tiere auch dabei helfen, Freunde zu gewinnen. Viele Kinder wünschen sich ein Haustier, bekommen aber keines. Ein Hund, eine Katze, ein flauschiges Häschen, ein kluger Wellensittich, sie alle können Eisbrecher sein und sozusagen den Beginn einer Freundschaft ermöglichen. Wir kennen es ja auch von uns Erwachsenen vom Flirtfaktor Hund. Studien zeigen, dass Männer mit Hunden bei weitem weniger lange Single bleiben als Männer ohne Hund. Und ganz ehrlich, da würden wir gar keine Studien dazu brauchen, denn wir alle kennen es aus dem Leben, dass man über Hunde ganz schnell ins Gespräch kommt. Und bei Kindern ist es nicht anders. Erzählt ein Kind, es hätte ein Tier daheim, fragen die meisten Kids gleich, ob sie mal vorbeikommen dürfen zum Schauen und zum Streicheln. Aber nicht nur außerhalb der Familie entstehen durch Tiere eher Kontakte, sondern auch innerhalb der Familie erhöht sich die soziale Interaktion, da Haustiere unzählige Anlässe für kleine Bemerkungen oder sogar längere Gespräche geben, Gespräche, die dann gar nichts mit dem Tier zu tun haben. Aber es beginnt damit, dass Junior den Papa darauf aufmerksam macht, wie süß die Katze aussieht, wenn sie sich putzt. Papa antwortet, dass sie tatsächlich zuckersüß aussieht, er aber trotzdem froh ist, dass er Wasser, Duschgel und Waschhandschuh hat. Und schon ist durch die humorige Bemerkung eine angenehme Stimmung im Raum, auf die Papa vielleicht schon seit 2 Tagen gewartet hat, weil er mit dem Sohnemann ein ernstes Wort über seinen Medienkonsum und das nervenaufreibende Thema des Weglegens der Konsole führen will. So kann das Haustier Wegbereiter für Gespräche werden. Aber natürlich auch für Gespräche mit weniger unangenehmen Inhalten. Abgesehen von den Beschäftigungsmöglichkeiten und den genannten sozialen Bereichen, in denen Kinder von Haustieren profitieren können, bieten Hund, Katz und Co. auch viele Lernmöglichkeiten für Kinder. Zum einen wieder auf der sozialen Ebene, zum anderen auf der kognitiven. Soll heißen, dass sich die geistigen Fähigkeiten der Kids durch Haustiere besser entwickeln können. Sehen wir uns mal an, wie Kinder sozial etwas durch Haustiere lernen können. Punkt 1.
das liebe Vieh muss gepflegt werden. Pferde müssen gestriegelt, Hunde und Katzen sollten gebürstet werden. Bei Hamstern, Ratten und Hasen und natürlich auch wieder bei Pferden muss man den Stall ausmisten, frisches Wasser geben etc. Und schließlich müssen sämtliche Haustiere auch täglich gefüttert werden. Wenn die Kinder noch kleiner sind, können sie bei all dem helfen. Bei älteren Kindern ist es durchaus möglich, ihnen auch tatsächlich die Verantwortung für die Pflege und die Nahrungsversorgung zu übertragen. Gerade bei Kindern mit ADHS und ADS ist das eine tolle Möglichkeit, Verantwortungsübernahme zu üben, und zwar mit etwas, das einigermaßen Spaß macht. Es handelt sich zwar um eine Verpflichtung, aber da die emotionale Verbundenheit zum Tier besteht, wird die eher mal angenommen. Zum Thema Tierpflege eine kurze Geschichte aus unserem eigenen Leben, damit diejenigen unter euch, die keine Haustiere haben, mal sehen, was so ein Tier im Alltag für unsere Kinder bringen kann. Unser jüngerer Sohn hat unserem Kater einmal an einem sehr kalten Novembertag eine Maus entrissen, sie dann in einem Tuch zwischen seinen Händen gewärmt und anschließend in einem Pappkarton kurz zwischengeparkt, um sich im Garten auf die Suche nach unserem alten Terrarium zu machen. Er suchte danach bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ca. 30 Minuten lang, aber für die arme Maus war ihm kein Aufwand zu groß. Dann schaufelte er die fast tiefgefrorene Erde in das Terrarium, steckte einen alten Bürstenstiel in die Erde, die er anschließend klopfte und stampfte, um sie fest zusammenzudrücken, und dann zog er den Stiel heraus, damit die Maus einen unterirdischen Tunnel hat. Danach wurde die kalte Erde noch angeföhnt, damit der Maus nicht zu kalt ist. Dann wurde in Küche und Vorratsraum Fressen für den Nager zusammengesucht, selbstverständlich alles nur in Bioqualität, denn unser Junior meinte, dass alles andere voll mit Chemie wäre und die Maus das aus der Natur nicht kennen würde. Schließlich legte er auch noch eine alte Socke in das Terrarium, die er mit zwei Zahnstochern aufspreizte, damit die Maus auch noch einen zweiten geschützten Aufenthaltsort hatte. Tapetenwechsel für den Nager sozusagen. Und solche Geschichten gab es, als unsere Söhne noch Kinder waren, aber auch im Teenageralter am laufenden Band. So können Kinder Fürsorge für andere Lebewesen entwickeln. Außerdem können die Kids durch ein Haustier Rücksichtnahme üben. Manche Tiere sind sehr schreckhaft, also müssen die Kinder lernen, sich besonnen zu bewegen und nicht plötzlich laut loszubrüllen. Passiert es doch und schrecken sich die Tiere, tut es den Kindern meist sehr leid. So kann auch Impulskontrolle durch ein Haustier geübt werden. Wer einen Hund hat, wird außerdem an Silvester kaum Böller im Garten abfeuern. Die Urlaube müssen mit einem Hund möglicherweise anders geplant werden und es muss vielleicht auf ein Urlaubsziel verzichtet werden, das ohne Hund möglich wäre. Und genau so können Kinder auch ihre Empathiefähigkeit durch ein Haustier schulen. Der Grundsatz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu, ist Kindern gerade mit Tieren sehr leicht beizubringen. Wenn ein Kind zum Beispiel der Katze unabsichtlich auf den Schwanz tritt, wird ihm das unendlich leid tun und es sich bei dem Tier sofort entschuldigen. Und sobald man sich ein paar Mal bei der Katze entschuldigt hat, fällt es beim Bruder auch bald leichter, wenn man ihn beispielsweise gerade unterm Tisch gegen das Schienbein getreten hat. Wie bereits erwähnt, können sich Haustiere auch positiv auf die geistige Entwicklung von unserem Nachwuchs auswirken. So lernen die Kids zum Beispiel über die Tierarten etwas, die sie selbst zu Hause haben. Kinder, die zum Beispiel eine Katze als Haustier haben, wissen meistens, was diese Tiere in der Natur fressen würden, wenn ihr Futter nicht aus der Dose käme. Sie kennen ihre Feinde und sie wissen, dass sich Vögel und Mäuse vor ihren Lieblingen in Acht nehmen müssen. Sie wissen, dass Katzen nachtaktiv sind, sie in der Nacht gut sehen, etc. etc. Oft wählen sie dann für ein Schulprojekt ein Referat, in dem sie über das Tier, das sie zu Hause haben, erzählen. Dazu forschen sie auch viel lieber nach als zu einem Thema, das sie persönlich nicht berührt. Und sie sind dann beim Vortrag in der Klasse auch nicht so nervös, weil sie ja wissen, dass sie anschließend die Fragen der Lehrkraft und der Klassenkameraden ziemlich sicher beantworten werden können.
Meist kommen sie auch mit einigen sehr netten Fotos zum Referat, wodurch die Kinder in der Klasse eine sehr positive Facette von ihnen kennenlernen dürfen. Zum Beispiel, wenn sie gerade mit dem Hund oder der Katze kuscheln oder das Häschen eng an sich schmiegen. Eine Seite, die viele Klassenkameraden von ihnen oft nicht kennen. Abgesehen von dem Wissen, das Kinder sich über die jeweilige Tierart beiläufig aneignen können, können Tiere auch bei Schulischem helfen. Letzte Woche haben wir bereits gehört, dass Kinder zum Beispiel lieber einem Tier als einem Erwachsenen vorlesen, dass sie dabei entspannter sind, das Gefühl haben, dass Hund, Katze und Co. das Vorlesen genießen und vor allem werden sie von den Tieren nicht korrigiert. So kann zum Beispiel der Stubentiger dazu beitragen, dass sich die Lesefähigkeit vom Junior verbessert. Tiere können im Übrigen auch Helfer beim Thema Sexualkunde sein. Müssen Katze oder Hund zum Tierarzt, um kastriert zu werden, ist das eine gute Gelegenheit, den Kindern bei entsprechendem Alter zu erklären, wie Säugetiere sich vermehren. Nicht selten zählen die Kids dann 2 und 2 zusammen und erkennen über diese Erklärungen, wie Menschenbabys entstehen. Das ist meist eine gute Gelegenheit, die Aufklärung der Kinder in Angriff zu nehmen. Bei uns hat sich damals ein derartiges Gespräch auch ganz zufällig ergeben, weil wir eine männliche und eine weibliche Katze hatten, die beide kastriert waren. Unser älterer Sohn aber wissen wollte, warum wir bei unserer weiblichen Katze auch von Kastrieren und nicht von Sterilisieren sprechen. Eine Schulkollegin hätte ihn dazu korrigieren versucht, aber er konnte ihr nicht erklären, warum er recht hatte. Und aus dieser Frage von ihm führte dann schließlich eins zum anderen und am Ende des Gespräches konnten wir hinter das Thema Aufklärung einen fetten Haken setzen. Im Übrigen haben wir immer Katzen gehabt. Unsere Jungs haben die Tiere geliebt und wurden ab einem bestimmten Alter auch mit dem Füttern der Katzen beauftragt. Das heißt, es wurde dann ihre alleinige Verantwortung. Auch zum Tierarzt kamen sie immer mit und lernten dabei einiges. Darüber hinaus machten sie auch das erste Mal mit dem Thema Sterben Bekanntschaft. Und auch wenn das Thema noch so traurig ist, so ist das eine gute Gelegenheit, die Kinder darauf vorzubereiten, dass jedes Leben einmal ein Ende hat. Vor allem im Zusammenhang mit dem Abschiednehmen von Großeltern kann der Verlust eines Tieres schon eine gewisse Vorbereitung sein. Als unsere Jungs dann auszogen, kündigte jeder der beiden an, natürlich spaßhalber, unsere Katze mitnehmen zu wollen. Keiner unserer Söhne hätte dies aber schlussendlich getan, weil sie dem Tier keinen Umzug von einem Garten in eine Wohnung zumuten hätten wollen. Der Jüngere hat aber Tiere in seinem Leben so sehr vermisst, dass er sich vor einigen Wochen einen Hund zugelegt hat. Und das, obwohl ich ihn davor gewarnt hatte, was ein Hund für eine enorme Erziehungsaufgabe darstellt. Doch er kommt mit dem kleinen Energiebündel gut zurecht und erzählt mir immer wieder, dass er mit dem Tier im Grunde genommen vieles ähnlich macht, wie wir das bei ihm und seinem Bruder getan haben. Das Tier mit Liebe, aber Konsequenz begleiten und es durch Verantwortungsübernahme durchs Leben führen. Und genau diese Aussage, aber auch das Interview mit Conny Sporer im Podcast 43 hat mich dazu veranlasst, abschließend zu dieser Tierserie einen Podcast zu erstellen, in dem ich die Parallelen in der Erziehung von Hund und Kind herausarbeite. Und davon gibt es einige. Aber bevor jetzt alle aufschreien, weil ich Kinder und Hunde miteinander vergleiche und so der Eindruck entstehen könnte, sie auf eine Stufe zu stellen, das tue ich natürlich keineswegs, aber mehr dazu dann im Podcast in der kommenden Woche. Dann erinnere ich euch nochmal an das begleitende PDF unter www.adhshilfe.net/haustiere, beziehungsweise könnt ihr euch die Druckversion auch über den Link in den Shownotes herunterladen. Dann freue ich mich schon auf nächste Woche und hoffe, ihr habt eine gute Ferienzeit bis dahin.